Moin Moin und hallo zu diesem neuen Video. In diesem kurz erklärt, wie man in Remnant 2 die Pistole Donnerbüchse bekommt. Los geht's! Es geht wieder nach Nerut. Dort suchen wir den Dungeon Kellergewölbe der Formlosen. Dieser war bei mir in der ersten Oberwelt namens Phantom des Ödlands. Wie ihr hier seht, kann er dort spawnen, muss er aber nicht. Bei beiden Malen war das Startgebiet Ruhestätte des Suchers. Ob der Dungeon noch woanders spawnen kann, kann ich leider nicht sagen. Sollte bei euch der Dungeon Ruhestätte des Suchers nicht vorhanden sein, so versucht es doch ein paar Mal über den Abenteuermodus. Habt ihr den Dungeon Kellergewölbe der Formlosen gefunden, betretet ihr diesen und lauft so lange durch und durch, bis ihr an einen Übergang kommt, sprich so ein Durchgang mit grau-weißem Schleier. Habt ihr diesen betreten, dann müsst ihr euch noch ein Stück durch den Bereich durchkämpfen, bis ihr an der zweiten, sich drehenden Maschine ankommt. Diese betretet ihr und wartet so lange, bis sie sich wieder zurückdreht. Nun folgt ihr dem Gang, bis ihr auf die Glyphe des Haus Lycia stoßt. Die sammelt ihr auf und kämpft euch bis zum Ende des Dungeons durch. Am Ende angekommen, könnt ihr die Glyphe nutzen, um eine Tür zu öffnen. Habt ihr dies getan, erwartet euch dahinter die Pistole Donnerbüchse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bei Fragen stellt diese gerne in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.